Dürft ihr überhaupt noch einen TikTok-Account haben? Beispiel, sagen wir mal so, und wenn ich darf, will ich nicht. Ich okay. bin raus auf TikTok. Also und bei dir? Also ich wollte nicht rot, aber ich bin schon rot, aber jetzt juckt mich auch nicht mehr. Ja, also Alhamdulillah, mir geht's gut, ich fange mit was anderes. Ja, beide, Digga, die sind von TikTok einfach verbannt worden, Digga. Und die hatten beide am meisten Reichweite, ne? Von YouTube bin ich Twitch. Und ich juckt das gar nicht, Wallah. Man muss ihn immer gerufen, komm live, Wallah. Ich mein's ernst, er hat mich wirklich immer angerufen, komm live. Mich hat das nicht gerufen. Es ist doch egal, wie ich war. Es hat ja Spaß gemacht. Man hat eine Zeit wirklich, es hat ja wirklich Spaß gemacht. Man hat ja die Leute unterhalten. Also ihr habt ja schon Trends gesetzt, muss man jetzt einfach sagen. Man muss euch diesen Hack geben. Aber das war keine Absicht, dass wir uns, ey, machen wir so. Das war wirklich alles spontan, auch cool. Und danach ging es einfach in eine andere Richtung. Jetzt mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr angucken. Weil das geht unter die Gürtellinie und damit möchte ich nicht so. Wo wir bei diesem Thema sind, ein Comeback von euch beiden in irgendeiner Form, könnte das vielleicht stattfinden? Wallah, Papa Ari entscheidet, ja, also. Er ist der King, ja, mein Er hat einfach kein Entscheidungsrecht, Digga. Papa Ari, wenn er sagt, ja, dann ja.